Lesen Sie die Schockwahrheit über deutsche Pflegeheime und bewahren Sie Ihre Angehörigen vor diesem Grauen. Schauen Sie einem Pflegeinsider über die Schulter und entdecken Sie unfassbare Zustände. Lassen Sie sich zeigen, woran Sie die wenigen guten Pflegeheime erkennen können und wo Sie sie finden. Erfahren Sie, wie Sie vom medizinischen Dienst nicht übervorteilt werden und wie Sie mit Ihrem Antrag durchkommen. Sehen Sie der harten Wahrheit ins Gesicht. Schützen Sie Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind, vor dem Schicksal, misshandelt und vielleicht sogar zu Tode gepflegt zu werden. Armes Deutschland, wie viel Prozent von Ihrem kargen Gehalt mussten Sie Monat für Monat für die Pflegeversicherung abzwacken? Jede Menge, nicht wahr? Leider schützt Sie das oder Ihre Angehörigen nicht davor, in einem Heim zu landen, in dem Pflegebedürftige wie der letzte Dreck behandelt werden. Diese erschreckende Wahrheit zieht sich wie ein roter Faden durch den Enthüllungsschocker Arsch abputzen kostet extra. Der Autor arbeitete selbst jahrelang in der deutschen Pflege. Er musste Tag für Tag mit ansehen, wie hilflos Menschen verprügelt, vernachlässigt werden in Heimen, die für diese Pflege unverschämt viel Geld einheimsen. Sie wollen sich oder ihre Angehörigen vor diesem Horrorschicksal bewahren? Dann ist dieser Ratgeber aus erster Hand eine Pflichtlektüre für Sie. Verhindern Sie Brutalitäten gegen Bedürftige oder weisen Sie sie zweifelsfrei nach, Pfleger, die ihre Patienten erbarmungslos schlagen oder misshandeln. Das ist in Deutschland schon fast Alltag. Lassen Sie sich vom Autor zeigen, woran Sie Übergriffe gegen Angehörige erkennen können. Ziehen Sie die Verantwortlichen dann zur Rechenschaft. Oder noch besser, verhindern Sie, dass es überhaupt zu solchen Gewaltorgien in der Pflege kommt. Trennen Sie bei der Auswahl eines Pflegeheims zuverlässig die Spreu vom Weizen. Lassen Sie sich einem Kenner der Szene erklären, wie Sie eine Pflegeeinrichtung finden, die die Rechte und Würde Ihrer anvertrauten Menschen tatsächlich noch respektiert. Gehen Sie dem medizinischen Dienst nicht auf dem Leim. Die richtigen Pflegestufen kann entscheidend sein. Deshalb müssen Sie dem medizinischen Dienst genau auf die Finger sehen, wenn er sein Gutachten über Pflegebedürftigkeit eines Menschen erstellt. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie dabei keinen Fehler machen. Vor Pflegebedürftigkeit kann sich niemand schützen. Schützen Sie sich daher wenigstens vor den fatalen Auswüchsen eines Betreuungssystems, das in Deutschland mehr und mehr aus den Fugen gerät. Auf CD-ROM finden Sie alle im Buch beschriebenen Werkzeuge. So können Sie gleich damit anfangen, die in Sache Pflege gleich alles richtig zu machen. Weitere interessante Informationen zu meinen Büchern finden Sie auf amazon.de. Alles wird gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.